Thank you.
Thank you.
Jo, vielen Dank fürs Folgen. Dankeschön. Vielen lieben Dank. So, dann machen wir mal hier schnell. Das passt nicht mehr ins Regal. Was haben wir eingenommen? 451 Dollar. Okay. Das passt. Wir brauchen mehr Regale, glaube ich. Obwohl, wir können ja mal die Leiter ausprobieren. Ja. Gucken, ob das so geht, wie ich mir das hier vorstelle. Das funktioniert sogar. Steht ihr das da oben nicht drauf? Aha, okay. Dann wollen wir mal schnell was essen gehen. So, Essen ist hier sehr teuer, aber man muss hier essen, ne? Okay. Dann machen wir hier 22 Uhr den Laden dicht. Trockenes Hundefutter, okay. Gucken, wenn es im Angebot ist, können wir mal Hundefutter kaufen. Aber ich glaube, Hundefutter war vorhin sehr teuer gewesen. Okay, 22 Uhr, Feierabend. Okay. Ein bisschen Geld mitnehmen. Money, money, money. Must be funny. 72 Dollar. So, kurz nochmal schnell bei der Bank ranfahren. Brauchen wir zum Einkaufen das Bargeld oder was? War das mit der Bank? Also Kreditkarte war Strom. Okay, lass uns 50 Dollar auf die Karte packen. Oder wir machen 50 Dollar von Cash auf die Bank. Und davon, obwohl das passt, das reicht. So, ab nach Hause. Dieser Wagen ist echt klasse. Ach, so.
ja dunkel wie im Bärenarsch. Okay. Okay, dann wollen wir mal den Laden öffnen und dann einkaufen gehen. Ein Dreckswetter. So, dann gehen wir mal einkaufen. Da waren wir etwas zu schnell in der Grube. Einsteigen wollte ich jetzt nicht, wollte den Kofferraum aufmachen. So, was gibt es denn hier heute Schicket im Angebot? Hundefutter. Wet Dog Food? No. Oh ja, Tücher kaufen wir hier zweimal. Okay, dann nochmal Tücher kaufen. Dann guter Preis auch für Winde. Winden ist nicht so ein guter Preis. Cool, aber können wir trotzdem mal mitnehmen.
Katzenfutter trockenes. Wir haben kein Geld mehr, wir sind zu arm. Guter Preis, okay. Bohnen. Überweisen von Bank zu Bargeld. Die haben hier aber auch Preise, du mein lieber Schwan. So, was brauchen wir dafür? Speiseöl. 3 Dollar. 3 Dollar. Okay. Dann wollen wir auch mal gleich die Waren einpacken. Ja. Tücher, Windeln, Speiseöl.
Bohnen. Tücher. Okay, doppelt darauf stellen geht nicht. Oder? Doch, geht. Und hier haben wir noch mal Bohnen. Bohnen haben wir noch genug. Okay, wollen wir nicht reinstellen. Dann Tücher. Tücher, Tücher, Tücher. Warum heißt das hier Tücher und nicht Toilettenpapier? Okay, dann nochmal Scheiße aus Papier. Und dann Windeln. Okay, die können wir dann auf die andere Seite stellen.
So, wir brauchen mehr Regale und mehr Produkte, Freunde. Kriegen wir nicht mehr hingestellt, oder? Ne. Okay, dann bauen wir hier noch ein bisschen Bohnen hin. Okay. Klopapier wurde noch nicht gekauft und Windeln noch nicht. Gut, dann können wir das hier lassen. So, das Katzenfutter ist auch ausverkauft bald. Das da hinten kann man nicht mehr so reinstellen, okay. Wenn wir das so machen. So, Meister, wie sieht's aus hier heute mit dem Geld? Alles gut? Sprich zuerst mit Java. Hä? Warum? Warum soll ich erst mit Java sprechen? Na gut. Warum ist hier einfach kein Licht an? Wir haben noch die Stromrechnung bezahlt, oder etwa nicht? So, dann machen wir jetzt den Laden mal zu. Feierabend. Na, kommt noch ein Kunde.
Okay. $675, das ist doch schon besser. Okay, ob Schaber noch aufhört. Und der Java noch auf. Ey, Java ist noch auf hier, der Welt. Ich werde Ihnen die Produkte liefern. Ist ja toll. Spaghetti, Spaghetti. Kaffeesticks, okay. Und Kaffee, hoher Preis, guter Preis. Nee, nochmal Kaffeesticks, guter Preis.
Mach's gut, Java, bis zum nächsten Mal. Ja. So, ab nach Hause fahren. Wo war denn hier die Ausfahrt? Ach da. Verkehrt abgebogen. Okay, jo. So, warte mal, wir gehen erstmal pinkeln und mal duschen und dann können wir speichern. So, und wie wir dann die Waren einpacken im Laden und hoffentlich mehr Gewinne erzielen, das sehen wir in der nächsten Folge. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.